Hi, schön, dass du wieder da bist. Und zwar heute zu einem Unboxing von Diamond Art Club. Und zwar habe ich hier Midnight Explorer. Oh, mega. Von Teresa Donau McManus. 54,8 mal 87,3 cm groß oder klein. Und das ist es. Ist es nicht cool? Ich finde es super cool. Ich habe von der Künstlerin noch nie was gehört. Ich glaube auch, dass das ihr erstes Bild bei Diamond Art Club ist. Hier sehen wir nochmal, was uns erwartet an Farben. Und hier hinten eben, was im Kit ist und natürlich die Anleitung. Aber wir gucken jetzt direkt mal rein. Hier sehen wir natürlich auch wieder, was drin ist. Wie geht's euch? Ich hoffe gut bei der Hitze und so, ne? Darf jetzt mal Herbst werden, oder? Ach, ich weiß nicht. Hier haben wir das Toolkit. Da ist das neue Schiffchen drin. Der Stift mit dem Putty, der schon drin ist, der ganz spezielle. Und wir haben einmal herzliches Wachs und wir haben noch Putty drin und fünf Tütchen. Schau mal in eins meiner Unboxings rein, in der ich das hier auch nochmal ausführlicher zeige. Wenn du da mehr darüber wissen möchtest, hier haben wir unser Sticker-Sheet drin. Da. Midnight Explorer heißt das Bild. Hier ist es auch nochmal im Ganzen. Oh, die Katze erinnert mich an meinen Kater, meinen Verstorbenen. Wie süß. So, und wir haben 42 Farben. Ne, das sind alles Sticker, die kannst du so abmachen und auf deine Tütchen oder Container kleben direkt. Und wir haben zwei ABs. Unter 150 ist bei Diamond Art Lab alles ein AB, also ein Aurora Borealis Steinchen. Das gucken wir uns ganz genau an nachher. Und hier am Ende müssen wir immer noch mal gucken. Da haben wir eins mit einem Buchstaben davor, was immer Sondersteinchen sind bei Diamond Art Lab. In dem Fall eben ein Fairy Diamond. Freue ich mich sehr drauf. Gucken wir uns gleich mal an, wo die sind, die Steinchen, wie die aussehen und wo sie hinkommen. Und jetzt holen wir uns das hier mal raus. Yay! So, und hier ist das Bild. Oh, Lady! Wow. So, hier haben wir die Steinchen. Schauen wir uns gleich nochmal ganz genau an hier. Jetzt wollen wir erstmal das Bild sehen. Und dazu muss es sich ein bisschen für uns gerade legen. Also die Tarpaulin-Leinwand von Diamond Art Lab ist normalerweise self-flattening. Also dass sie sich von alleine nach einer Zeit gerade legt. Sie rollt sich ein bisschen mehr, seit die neue dickere Folie drauf ist, die ja auch schon in 10x10 große kleine Felder aufgeteilt ist, hier so vorperforiert, ne, die man sich dann einfach so auftrennen kann. Darum ist sie ein bisschen dicker, aber das ist alles kein Problem. Ich ziehe die einfach hier an den Ecken mal kurz runter und wieder drauf und schon glättet sich das alles ohne Probleme. Schuh. Sehr schön. Wunderbar. Guck mal. Ist sie nicht cool? Ich finde sie fantastisch. Und die Augen der Katze. Wow. Richtig gut. Das ist ein schönes Herbstbild. Es regnet. Es regnet. Würde ich also auch als Herbstbild einordnen. Oder ist es ein Sommerregen? Was meinst du? Sag mal. Ich finde die Regenjacke total cool. Diesen Friesennerz. Ich möchte auch so einen. Den will ich tatsächlich jetzt für, wünsche ich mir schon ewig für den Herbst. Jetzt hätte ich gerne so ein Friesennerz und ich hätte gerne Gummistiefel. Hier haben wir alle Infos über das Kit nochmal. Midnight Explorer. Es ist 54,8 mal 87,3, wie gesagt. Und die Künstlerin hat die Lizenz an Diamond Art Lab gegeben, dass dieses Bild produziert werden darf. Das heißt, die Künstlerin wird dafür bezahlt, kriegt da Geld für. Und das ist mir sehr, sehr wichtig. Alles andere ist nämlich Kunstdiebstahl. Ne? Man will ja auch nicht die Arbeit von jemand anders klauen. Also wichtig, achtet drauf bei den Firmen, bei denen ihr kauft, dass es lizenziert ist, dass die Künstler dafür Geld bekommen. Hier haben wir 10% Rabatt. Man findet überall Rabatte bei Diamond Art Lab. Wenn du ganz, ganz neu bist und noch nie bestellt hast, dann kannst du für deine allererste Bestellung gerne meinen Rabattcode nutzen. Da kriegst du vielleicht mal 20%, gilt aber nur für deine allererste Bestellung. Musst du aber nicht, kannst auch den von jedem anderen Creator nehmen oder was auch immer. Aber es würde sich eben tatsächlich anbieten für die erste Bestellung und danach findest du überall Rabattcodes. Hier haben wir nochmal die Garantie auf Steinchen und Leinwand. Wir zahlen genug Geld für die Kids.
wenn irgendwas ist, ihr Steinchen runterfallen, ein Steinchen fehlen, irgendein Problem da ist, melde dich beim Support, auch in Deutsch, gar kein Problem. So, ist es nicht? Oh. Meine Herren, wie immer, super, für Symbole brauchen wir eigentlich gar nicht gucken. Ich gucke gerade wegen Color Blocking und Konfetti. Also wir haben hier ein paar Flecken, wo man viel in einer Farbe arbeitet, in der gleichen. Aber Color Blocking würde ich das jetzt nicht nennen. Das Gesicht ist toll. Schaut euch das mal an. Das Gesicht ist super. Guckt euch das Rendering an. Richtig gut, die Augen. Toll, gefällt mir. Auch bei der Katze, muss ich sagen, bin ich ein Fan vom Rendering hier. Das ist toll. Das ist wirklich schön. Der Hintergrund ist natürlich sehr, hier haben wir Color Blocking, ne? Da haben wir viel schwarz. Wobei auch nicht, guck mal hier zwischendrin, der Regen ist immer noch mal ein anderes Symbol, schwer auseinanderzuhalten. Schauen wir mal hier. Ja, hier ist alles schwarz, oder? Nee. Haha, wir haben... So. Wir haben hier schwarz und da kommen Sternchen. Also wir haben hier einen weißen Punkt auf schwarzem Grund. Das ist meistens schwarz. Und dann haben wir hier dunkelblau Sternchen auf dunkelblauem Grund. Da muss man aufpassen beim Pennen. Das mag ich nicht so gerne, wenn das so nah aneinander ist. Seht ihr das? Hier, hier. Also es ist doch nicht so colorblockend, wie ich erst dachte. Hier ist klar, das sieht man, ne? Aber hier so... Und da auch hier, da ist der Regen zwischendrin. Okay, also ein bisschen aufpassen beim Hintergrund, aber das wird super. Das wird richtig gut aussehen. Ich mag auch ihre Haare. Ich bin ja nicht so ein Fan von Haaren im Diamond Painting. Ich finde, die sehen immer komisch aus. Ich habe hier eine Hoffnung, dass sie sehr gut aussehen werden, wenn es fertig ist. Jetzt schauen wir uns aber doch mal direkt hier die Steinchen dazu an, oder? Was meinst du? Ja, ne, machen wir. Hier haben wir die Steinchen und... Da haben wir eine ganze Menge 310. Wie viel werden es wohl sein? Wer möchte, darf wieder mal in den Kommentaren raten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 Stück. Also 8 mal schwarze Steinchen. Dann haben wir die 939. Das ist das andere dunkle. Das ist 3 mal. Müssen wir gerade mal nachgucken. Ja, tatsächlich, das ist der Stern als Symbol, ne, den wir gerade hatten. Und dann haben wir hier noch ein paar schöne Brauntöne. Wir haben schönes dunkles Blau natürlich mit dem Gelb dazu. Und hier haben wir auch schon den ersten, oder den einzigen, wir haben nur einen. Wir haben nur einen? Wir haben nur einen. Hier haben wir unseren Felders Diamond. Und zwar hat der so eine ganz leichte Glitterbeschichtung, als wenn jemand Feenstaub drauf gesprenkelt hätte hier. Da siehst du es. Das macht so einen ganz leichten Effekt. Schauen wir uns gleich auch mal an, wo der hinkommt. Auch ein schönes dunkles Blau. Hier ein schönes Gelb. Gelb-Orange fast schon. Ein bräunliches oder helles Braun, dunkles Braun. Und hier ein schönes helles Zitronengelb. Und hier ist unser Elbi. Das ist ein helles Blau. Was, oder fast schon türkis, was ist ein Elbi? Ein Elbi ist ein Aurora Borealis Steinchen. Der hat eine Beschichtung, die das Licht so ein bisschen in Regenbogenfarben reflektiert. Wie die Aurora Borealis, also wie die Nordlichter. Und daher auch eben der Name. Und da schauen wir natürlich auch gleich, wo die hinkommen. Macht einen tollen Effekt. Ja, hier haben wir so ein bisschen Peachy-Farben. Das wird wahrscheinlich der Hautton sein bei ihr im Gesicht. Hier, die drei. Nehme ich jetzt mal an. Dunkles Blau, sehr helles Gelb hier nochmal. Schön. Das ist auch schön. Das ist auch eine schöne Farbe. Ich glaube, das sind die Schnurrhaare von der Katze. Ja, hier. Die Schnurrhaaris? Ich glaube, ja. Weiß. Ja. Und dann geht es hier nochmal weiter. Hier haben wir noch ein paar. Ja. Schauen wir auf der anderen Seite an. Hier. Hier haben wir nämlich noch ein AB. 115. Das ist ein roter Elbi. Hier siehst du es auch mal nochmal ganz genau. Und ich habe schon so eine Ahnung, wo der hinkommt. Oh, das ist auch eine schöne Farbe.
So, dann schauen wir uns doch mal an, wo die Rebis und der Fell das dann so hinkommen auf dem Bild. Oh, das sind sie, unsere Ebis und unser Feldast. Wir haben hier einmal diesen, dann haben wir diesen dunkelroten Ebi und einen Feldast, diesen gelben. Und jetzt schauen wir uns mal an, wo die so hinkommen. Fangen wir damit an, das ist das Symbol 1 auf der Leinwand. Und ich sehe den direkt hier. Die Schnurrhaare von der Katze, das ist ein bisschen dunkel in den Schnurrhaaren der Katze. Und hier auf der Seite, hier die zum Beispiel fast komplett, als auch hier oben in den Schnurrhärchen von der Katze. Da sehe ich diesen ganz tollen AB und zwar auch nur da. Sonst? Nö. Also ich sehe den nur da. Wäre da ein bisschen viel, finde ich. Aber, ja, hier in den Schnurrhaaren der Katze und hier oben. Da ist der hier. Dann haben wir den roten AB. Schauen wir mal. Das ist die Nummer 2 als Zahl, als Symbol. Und die haben wir so ein bisschen hier in diesem Bändel. Da zum Beispiel. Hier. Ups. Hier. Das hier oben. Also hier im Bändel. Hier nicht. Hier wieder. Da ist die 2 als Symbol und hier hinten, da ist nämlich das andere Bändel von ihr, zumindest ansatzweise zu sehen. In den Lippen ist er nicht, das wäre auch ein bisschen doll bei dem Bild. Das würde nicht so passen. Also das ist der dunkelrote Ebi. Und dann haben wir last but not least noch diesen Feldastein mit dem gelben. Und das ist ein Tannenbaum auf gelbem Grund. Also ein Tannenbaum auf gelbem Grund und den haben wir. Da können wir gleich mal näher reingehen. Hier bei der Katze. Hier. Und hier in den Augen. Dann haben wir diesen Tannenbaum in der Regenjacke von ihr. Und zwar hier unten ein bisschen. Hier zwischendrin. Ups, da zwischendrin. Schauen wir mal hier oben. Ja, hier ganz viel. In den helleren Bereichen hier. Da haben wir es. So. Hier in den helleren Bereichen. Da haben wir es. Hier, hier. Hier oben ganz viel, da ganz viel, richtige Patches mit dem Felders Diamond und hier oben, hier so. Also da, wo die auch nass wird so ein bisschen. Das würde ich damit so ein bisschen interpretieren, ne? Dass das so ein bisschen nass, so ein bisschen feucht wird. So, wo wir hier auch diese helleren Stellen haben im Originalbild, hier und hier, da ist eben der Felders Diamond, ja. Das war's. Das waren die Felders Diamonds und die ABs. Und das war Midnight Explorers von Theresa Donohue McManus. Und das ist schon erschienen bei David Artlab. Den Shop verlinke ich dir unten in der Videobeschreibung, wenn du es dir mal genauer angucken möchtest. Runde Steinchen, wie gesagt. Und 54,8 x 87,3 cm groß oder klein, also kein kleines Bild, aber auch kein super riesiges, zumindest für meine Verhältnisse. Da muss man sich ja jetzt nicht dran messen. Ne? Jeder hat da andere Maßstäbe, was für groß oder klein ist. Und jeder paintet ja auch anders, auch in einer anderen Geschwindigkeit. Und das ist völlig in Ordnung, weil es ja kein Wettkampf ist. Wie findest du das Bild? Hast du es? Hast du es auf der Wunschliste? Fandest du bisher, ist es dir noch nicht aufgefallen und jetzt findest du es gut? Schreib mir mal deine Meinung zu dem Bild unten in die Kommentare. Und wenn du einfach nur zeigen willst, dass du bis hierhin geguckt hast und keinen Bock hast, groß was zu schreiben, dann pack doch mal einen Regenschirm da unten rein. Oder eine Regenwolke. Oder beides. Ich freue mich. Ich freue mich über jeden Kommentar und dass ihr das ganz fleißig macht. Wenn ihr keinen Bock habt zum Schreiben, dann zumindest mal ein Emoji rein. Ich freue mich immer wahnsinnig, weil es mir zeigt, dass ihr die Videos gerne bis zu Ende guckt. Das freut mich. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, dann beim Rausgehen, wie gesagt, einen Daumen da lassen. Das freut mich und den Algorithmus ungemein. Und was YouTube und mich auch noch sehr freut, ist, wenn du ein Abo da lässt, dann verpasst du auch nicht mehr so viele Videos. Ne? Tut nicht weh und kostet überhaupt nichts und unterstützt den Kanal sehr. Am allermeisten freue ich mich aber darüber, wenn wir uns in meinem nächsten Video hier wiedersehen. Und bis dahin, passt du bitte gut auf dich auf. Ne? Und immer schön entspannt bleiben, weil Aufregen lohnt sich einfach nicht. Weißt du ja. Alles. Bis dann.
See ya!